wie du so ein super leckeres Brot ganz einfach, ohne Strom, ohne Backofen, im Zweifel sogar im Blackout herstellen könntest, mit einfachsten Mitteln, erfährst du in diesem Video. Hey Leute, Bagger Survival hier. Ja, Brot ist schon seit Jahrtausenden das Grundnahrungsmittel der Menschheit. Und es ist so vielseitig wie kein anderes Lebensmittel. Man kann es so essen, pur oder mit irgendwelchen anderen Beilagen, mit Fleisch, mit Aufschnitt etc., mit Gemüse. All das ist möglich. Es gibt viele verschiedene Formen, wie man Broten zubereiten kann. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein ganz super einfaches Weizenbrot, was ich in einem Dutch Oven gemacht habe. Und ja, man könnte natürlich noch viele andere Dinge machen. Man könnte noch Nüsse reinmachen, man könnte Samen reinmachen, man könnte Vollkornteig nehmen etc. All das ist natürlich möglich mit Brot. Brot ist so vielseitig und bietet auch extrem viel Energie. Und manche Leute haben aber nicht wirklich eine Ahnung, wie sie ohne Backofen oder ohne Strom ein Brot herstellen können. Und das ist meiner Meinung nach allerdings schon ein Skill, den man auf jeden Fall können sollte. Ganz ohne Hilfsmittel geht es natürlich nicht. Dieses Brot hier zum Beispiel habe ich in einem Dutch Oven gemacht. Und das ist im Prinzip aber auch die effektivste Methode, um ein Brot zu backen. Warum, zeige ich euch gleich. Und ich zeige euch noch eine andere Methode, Brot zu backen, nämlich das hier. Das ist sogar eine noch ältere Methode als das hier und ist auch super simpel. Ich würde an dieser Stelle jetzt einfach mal vorschlagen, bereiten wir doch den Teig zu und welche Zutaten man doch benötigt. Wie gesagt, wir machen jetzt hier ein super einfaches Weizenbrot. Viele Zutaten sind das nicht. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir doch an. Ja, wir machen jetzt einen ganz einfachen Weizenbrotteig. Und das ist das einfachste Rezept, was es gibt. Also einfacher geht es eigentlich kaum. Wir brauchen 500 Gramm Weizenmehl. Und ja, das backen wir jetzt einfach mal so in die Schüssel. Das ist halt ein Kilogramm Paket. Das heißt, wenn wir die Hälfte nehmen, haben wir circa 500 Gramm Mehl und circa 350 Milliliter Wasser. Das Wasser sollte allerdings lauwarm sein. Von daher erhitzen wir das jetzt einfach mal ganz kurz über unserem Feuer. So, für das Kochen brauchen wir natürlich Hitze und ich benutze dafür heute Grillbriketts. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, man kann das auch besser dosieren, man hat einen größeren Überblick darüber, wie viel Brennstoff man am Ende verbraucht. Also es muss nicht immer irgendwie ein Feuer sein und beim Dutch Oven ist es natürlich auch einfacher, mit Briketts zu arbeiten. Das Anzünden mache ich hier mit so einem Anzündkamin. Ist eigentlich ganz praktisch, weil den kann man theoretisch auch noch als Kochstelle benutzen, so als großen Hobokocher. Und gerade mit den Grillbriketts funktioniert das wunderbar. So, ich würde einfach mal sagen, wir hauen jetzt ein paar Grillbriketts hier rein. Ja, und zum Anzünden benutze ich solche Waxpads. Das ist eigentlich nichts anderes als Wattepads eingetunkt in Wachs bzw. Wachs drauf geträufelt und funktioniert wunderbar als Anzünder. Einfach nur jetzt hier ein bisschen auseinanderfächern, kann man auch ein bisschen kleinbröseln. Dann stellen wir das noch mal eben an die Seite, zünden die an. Und das brennt jetzt erstmal schön, Anzündkamin drauf und dann müssen wir nur noch warten. So, und wie gesagt, das Wasser muss nur lauwarm sein, also handwarm eigentlich. Es muss nicht kochen, weil so würden wir sonst unsere Hefe kaputt machen, wenn das Wasser zu heiß wäre. So, hier haben wir jetzt dann unser lauwarmes Wasser. Jetzt brauchen wir nur noch unsere Hefe. Ich benutze dafür auch Trockenhefe, also wirklich einfacher geht es nicht. Jetzt schon wieder ein bisschen verschüttet, aber ist nicht schlimm. Das lösen wir jetzt auch kurz hier in diesem lauwarmen Wasser auf, damit die Hefe schon mal ein bisschen aktiviert werden kann, beziehungsweise sich das auch einfacher vermischen lässt mit dem Mehl.
So, das Ganze kommt dann jetzt hier in die Schüssel rein. Noch ein bisschen Salz. Ich würde einfach mal sagen, so ein guter Teelöffel. Und jetzt muss das Ganze nur noch geknetet werden. So, und das Kneten ist echt wichtig, weil auf diese Art und Weise geht der Teig später besser auf. Alles ist so ein bisschen homogenisiert. Und wenn der Teig dann ungefähr so ist und noch nicht mehr so wirklich an den Fingern kleben bleibt, dann nehmen wir einfach noch mal ein bisschen Mehl, packen das hier in die Schüssel, auch noch mal ein bisschen Mehl drumherum, so. Dann packen wir den jetzt in die Schüssel und jetzt kommt die Ruhephase. Jetzt nehmen wir uns einfach ein feuchtes Tuch, legen das hier drüber. So, und jetzt sollte es natürlich ein bisschen warm bleiben. Aber ich sag mal, hier unterm Tarp ist es noch relativ warm. Jetzt auch gerade mit dem Feuerchen, was wir da haben, mit den Grillbriketts. Und das muss jetzt halt ein bisschen ruhen. Ich sag mal, so eine halbe, dreiviertel Stunde sollte es schon ruhen. Und dann können wir gleich das Brot fertig machen. So, die Ruhezeit ist jetzt um und unser Teig ist schön aufgegangen. Die Hefe hat ihre Arbeit soweit erledigt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mal kurz durchkneten. Dann formen wir ein paar Bällchen, wie so eine Art Brötchen, und dann kommt das Ganze in den Dutch Oven. Also wenn man dann jetzt auch beim Kneten so ein paar Bläschen platzen hört, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen, dass der Teig gut ist. So, wir rollen den Teig jetzt einfach ein bisschen zu einer Wurst. Dann lässt sich das Ganze ein bisschen leichter handhaben. Dann nehmen wir einfach unser Messer und schneiden kleine Stückchen ab. So, dass wir nachher annähernd auf 6 gleich große Stücke kommen. Dann nehmen wir unseren Dutch Oven und rieseln jetzt hier noch mal ein bisschen Mehl rein, so dass das am Ende nicht auf dem Boden anpappt. Über unsere kleinen Brötchen auch noch mal ein bisschen. Und jetzt formen wir ganz einfach Kügelchen. Und das erste legen wir einfach so in die Mitte. Die anderen legen wir jetzt einfach sternförmig drumherum. Und am Ende soll es dann ungefähr so aussehen. So, Decke wieder auf den Dutch Oven drauf. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir machen uns jetzt einfach hier ein bisschen Platz. Schauen, dass unten nicht ganz so viele Briketts sind, weil sonst haben wir zu viel Hitze von unten. Jetzt stellen wir das Ganze einfach drauf. So. Und jetzt packen wir oben drauf einfach die ganzen Briketts. Ja, wenn man auf diese Art und Weise jetzt mit einem Dutch Oven backen will, dann ist es halt wirklich wichtig, dass oben auf dem Deckel wesentlich mehr Briketts sind oder am Ende auch Holzkohle, wenn ihr es mit dem Feuer machen wollt, als unten. Weil natürlich Hitze steigt von unten nach oben. Wenn wir jetzt unten genauso viele hätten wie oben, dann verbrennt natürlich das Brot von unten und das wollen wir nicht. Von daher lieber unten weniger nehmen, dafür oben ein bisschen mehr, weil wir natürlich auch im Dutch Oven noch ein bisschen mehr Platz haben.
So, das Ganze dauert jetzt ein paar Minuten. Man sollte natürlich nicht so oft reinschauen, weil da natürlich dann auch die Hitze flöten geht. Aber wenn man sich unsicher ist, kann man natürlich ein paar Mal schauen. Dann zeige ich euch jetzt noch eine andere Methode, wie man auch noch Brot backen kann, was eigentlich eine der ältesten Methoden ist, um Brot zu backen, während unser Brot oder die ganzen Brötchen hier erstmal fertig werden. Ja, der Vorteil ist jetzt hierbei, dass wir halt die Briketts nutzen können, die oben auf dem Dutch Oven drauf sind. Aber für die Methode, die wir jetzt benutzen, brauchen wir eine Art Pfanne. So, und jetzt muss ich erstmal hier die Ketten einhängen. Und dann nehmen wir unsere gusseiserne Pfanne. Und jetzt haben wir im Prinzip alles dafür vorbereitet, um die nächste Methode auszuprobieren. Ja, und jetzt möchte ich euch die zweite Methode zeigen. Und die ist, wie gerade eben schon gesagt, eigentlich die älteste Methode, um Brot zu backen. Und ja, das ist nichts anderes als ein Fladenbrot. Also früher ist man natürlich hingegangen und hat dann einfach nur das Mehl- und Wassergemisch zu einem Fladen geknetet oder ausgedrückt und dann auf einem heißen Stein ausgebacken. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle eine gusseiserne Pfanne und ich habe jetzt hier auch noch mal ein bisschen Teig von dem, den wir gerade eben gemacht haben, mir beiseite gelegt für diese Art des Brotbackens. Und das kann man natürlich aber auch mit einem ganz normalen Wasser, Mehl und Salzteig. Also da braucht man am Ende noch nicht mal Hefe dafür. Nur wenn man natürlich Hefe nimmt, dann ist der am Ende noch ein bisschen fluffiger. So, wir haben jetzt hier den Teig und wir gehen jetzt einfach hin und machen den ein bisschen breiter, so dass wir halt einen Fladen bekommen. Je dünner er ist, desto knuspriger wird er auch am Ende, desto schneller ist er auch fertig gebacken. Wenn er ein bisschen dicker ist, dann haben wir, ich sag mal, noch einen weicheren Kern. Es gibt ja einige Leute, die das vielleicht auch so mögen. So, wir haben unseren Fladen jetzt im Prinzip fertig gemacht. Ich habe jetzt hier auf die gusseiserne Pfanne noch ein bisschen Olivenöl draufgepackt. Aber das muss man jetzt nicht unbedingt machen. So wird die Kruste aber noch mal ein bisschen krosser. Und man könnte auch ganz normal einfach Mehl nehmen, das drauf träufeln. Also im Prinzip wie beim Dutch Oven. Okay. So, unser Fladen ist fertig und das geben wir jetzt einfach nur hier auf die Pfanne. So, könnte man jetzt noch ein bisschen weiter platt drücken. Und jetzt wird das Ganze fertig gebacken. So, dann wollen wir doch einfach mal schauen, wie unser Brot jetzt aussieht. Dafür nehmen wir mal hier den Deckel ab. Und ja, also ich würde sagen, das sieht gut aus. So, das Brot ist fertig, hat auch nicht lange gedauert. Wie gesagt, das waren vielleicht 20 Minuten maximal. Das Brot ist fertig gebacken. Ich habe jetzt hier schon mal ein kleines Stück rausgebrochen und ich habe mir auch Butter mitgebracht. Wir machen es jetzt einfach mal ganz plan, nur mit Butter. Meiner Meinung nach ist das gerade draußen das Leckerste, was man haben kann in diesem Moment. Ja, also kein Schnickschnack, keine Wurst oder sonstiges. Einfach nur Brot und ein bisschen Butter. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir schneiden das kleine Brötchen hier auf. So, und so sieht es von innen aus. Ich zeige das einfach mal. Oh, da sieht man richtig schön, wie die Hefe gearbeitet hat. Das sieht richtig gut aus. So, schönes warmes Brot. Jetzt einfach ein Stückchen Butter. Oh, da habe ich jetzt schon richtig Lust drauf. Ja, tut mir leid, dass ihr da nicht mitessen könnt. Aber manchmal ist das Leben eben gemein. So, ja, ich würde einfach mal sagen, guten Appetit. Ne? Also ganz ehrlich, einfacher geht's nicht.
Mit vollem Mund spricht man nicht. Also einfacher geht es wirklich nicht. Ich meine, ihr habt den Aufwand gesehen. Das war jetzt wirklich nicht viel Aufwand und das kann eigentlich jeder. Wie gesagt, das Einzige, was man halt braucht, wenn man jetzt so eine Art von Brot backen will, ist ja, ein Dutch Oven und Feuer. Mehr braucht man eigentlich nicht. So, aber wir haben ja auch noch das Fladenbrot. Und das wollen wir jetzt auch einfach mal so probieren. Erstmal so. Also das sieht auch schon, jetzt habe ich schon auseinandergerissen. Aber, also das sieht halt auch echt super aus. Ne? Und super einfach. Ja, wie gesagt, also dieses Fladenbrot könnte man theoretisch auch ohne Hefe machen. Aber man sieht das hier auch schon. Das ist wesentlich fluffiger mit Hefe. So, und auch hier nehmen wir wieder ein bisschen Butter. Gute deutsche Butter natürlich. So. Und dann probieren wir das doch mal. Ja, und wie ihr sehen könnt, das Ganze ist halt kein Hexenwerk. Also viele Leute sträuben sich ja irgendwie davor, das Ganze mal irgendwie auszuprobieren. Aber man sollte es auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Also gerade wenn wir von einem nahenden Blackout ausgehen, jetzt auch vielleicht im Winter, dann sollte man zumindest mal wissen, wie man Brot backt. Und das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach eines ja, der Basics, die man eigentlich kennen sollte. Das ist absolutes Basiswissen. Und ja, manche Leute haben keine Ahnung, wie das funktioniert, aber gerade hier dieses Fladenbrot ist halt super einfach. Also am Ende braucht man eigentlich nur eine Hitzequelle und eine Pfanne. Mehr braucht man nicht. Wenn man jetzt natürlich hier so ein Brot backen will oder so Brötchen backen will, wie man es auch von zu Hause aus kennt, also wo es richtig schön fluffig ist, ja, dann braucht man natürlich etwas, was so eine Art ja, Backofen darstellt. Ich habe jetzt hier so ein Dutch Oven Set benutzt vom Barbecue Toro. Die machen echt gute, qualitativ hochwertige Sets. Das hier war jetzt mit Dreibein, mit Pfanne, mit Ketten, mit Dutch Oven, alles drum und dran zusammen in einer Kiste. Die machen echt super qualitative Dinge. Schaut doch einfach mal unten in der Infobox, da habe ich euch dieses spezielle Set zum Beispiel verlinkt. Also ja, wie gesagt, es ist alles möglich. Man sollte es auf jeden Fall mal ausprobiert haben und es ist wirklich super lecker. Also gerade jetzt draußen hier bei dem Wetter, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es ist die ganze Zeit irgendwo immer ein bisschen am Regnen, ziemlich wechselhaft, aber auch zwischendurch haben wir mal ein paar Trockenphasen, wie jetzt zum Beispiel, aber da gibt es echt nichts Besseres. Brot, ein bisschen Butter, super, funktioniert. Und es ist natürlich auch super einfach. Mehl, Wasser, Hefe, ein bisschen Salz, mehr nicht. Funktioniert wunderbar. Also, scheut euch nicht davor, solche Dinge mal auszuprobieren. Macht es auf jeden Fall mal. Es ist wichtig, sich solches Wissen anzueignen. Wie macht man solche Dinge, zum Beispiel, wenn es keinen Backofen mehr gibt, wenn es keinen Strom mehr gibt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, kochen draußen in der Natur, wie macht man diverse Dinge, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch ein Abo dalassen würdet. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich wie immer noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und stay tuned and be prepared. Ciao.